Geige Kompakt 3.3. Geballte Kraft in knapper Hülle. Herbert Hartke baut seit jeher möglichst große Motoren in möglichst kleine BMWs ein. Der Kompakt von der Stange leistet maximal 193 PS. Leistungshungrige Freaks wollen sicherlich mehr. 343 PS und 365 Newtonmeter im Hartke-Kompakt überzeugen da schon eher. Kenner werden es an den Zahlen erkannt haben. In diesem Kompakt aus dem saarländischen Beckingen steckt die Technik des BMW M3. Neben Motor und Getriebe stammen das selbstsperrende elektronische Sperrdifferential und die Bremsanlage aus dem Topmodell der BMW 3er-Reihe. In Sachen Leistungsgewicht hat der getunte Kompakt gegenüber dem M3 einen kleinen Vorteil. Statt 4,6 schleppt der flinke Hartke nur 4,4 Kilogramm pro PS mit sich herum, was sein Gewicht von vollgetankt 1,5 Tonnen erträglich erscheinen lässt. Somit ist der Kompakt 3.3 alles andere als behäbig. Das unmittelbare Ansprechen auf Lenk- und Gasbefehle lässt selbst abgebrühte Naturen ins Schwärmen geraten. Auch der kernige Klang ist vom Feinsten. Understatement pur. Äußerlich ist dem Hartke kaum anzusehen, was in ihm steckt. Einzig die großen 19-Zöller springen dem Betrachter ins Auge. Mit 235 bzw. 255 mm breiten Laufflächen ist für ausreichend Grip gesorgt. Neben der Frontschürze weichen nur noch die zierlichen, schicken Außenspiegel von der Serie ab. Und die mittigen Endrohre. Aus dieser Perspektive werden ihn wohl die meisten sehen. Aber so schnell wie der Hartke aus der Sichtweite verschwindet, haben des Betrachters Augen nur wenig Zeit für solche Details. Perfekter geht es kaum. Der Innenraum ist Kompaktstandard mit M3-Instrumenten. Sportliche Zusätze wie die Alu-Pedalerie ergänzen die Optik. Allseits bekannt das M3-Kraftpaket mit 343 Pferdestärken. Stolz trägt der Hartke seine eigene Fahrgestellnummer. Seine fahrdynamischen Qualitäten in Form schneller Richtungswechsel stellt der 3.3 in 18 Meter Slalom eindrucksvoll unter Beweis. 65,5 Stundenkilometer sind ein Wort. Mit glatten 5 Sekunden spurtet der Hartke 2 Zehntelsekunden schneller auf 100 als der Serien M3. Für die Verzögerung von 100 auf 0 benötigt der Sportler im knappen Dress 36,9 Meter. Auch ein sehr guter Wert. In Kurven eher untersteuernd ausgelegt, mutiert der Hartke bei ausgiebiger Gaspedalmassage selbst im dritten Gang zur driftenden Giftspritze. Trotz aller Sportlichkeit und Agilität bleibt auf der Landstraße ein annehmbarer Komfort übrig. Selbst längere Strecken sind für Bandscheiben und Zahnfüllungen harmlos. Lenkung und Getriebe sind, wie beim 3er BMW üblich, über jeden Zweifel erhaben. Bevorzugter Einsatzzweck des Kraftzwergs, ausgiebiges Jagen von großen und schnellen Autos auf Landstraße und Autobahn. Mit dem Kompakt 3.3 hat Hartke ein faszinierendes Paket geschnürt. Dank der soliden Großserientechnik aus dem M3 mit dem bärigen Motor, dem Sechsengetriebe und dem selbstspannenden Hinterachsdifferential bietet der kleine Fahrspaß auf höchstem Niveau und das zu einem interessanten Preis. Der Hartke Kompakt 3.3 ist mit gut 48.000 Euro um 5.000 Euro günstiger als der M3 und somit eine exklusive Alternative zum serienmäßigen Überdreier.